Da haben wir als erstes einen Aufbau von einem Fotoeffekt. Haben wir einmal eine Lichtquelle, eine HG-Lampe und eine drehbare Fotokathode, in dem wir verschiedene Filter haben. Dann haben wir einmal eine Spannungsquelle für das Gegenfeld und einmal einen Messverstärker, um den Fotostrom zu messen. Und dann drehen wir unseren Filter auf 577 Nanometer. Und dann sieht man halt den Fotostrom, der schon fließt. Und dann sieht man hier den gemessenen Fotostrom. Und den drehen wir jetzt, versuchen wir den Fotostrom zu unterbrechen, indem wir halt ein Gegenfeld aufbauen. Das ist jetzt unser erster Eintrag in unsere Tabelle. Da fließt halt kein Strom mehr. Genau. Und da jede Wellenlänge andere Energien hat, muss man dann für jede Wellenlänge, die man diesen Filter einstellt, das Gegenfeld erneut erhöhen bzw. verringern, um halt eben den Fotostrom genau auf Null zu bringen. Nun kommen wir zur Auswertung am Computer. Das ist ganz einfach mit der vorgefertigten Maske vom Lehrer. In diese Tabelle müssen nur noch die gemessenen Spannungswerte in Spalte C eingetragen werden. In Spalte A ist die Wellenlänge in Nanometer angegeben, in Spalte B die zugehörige Frequenz. In Spalte D steht die Energie der herausgelösten Elektronen. Man sieht links, dass sich der Graph bei jeder Veränderung neu anpasst. Wer sich mit GeoGebra auskennt, kann die Tabelle aber auch selbst anfertigen. Daraus eine Liste von Punkten erzeugen und durch diese eine Trendlinie legen. Das Ergebnis ist dasselbe, allerdings werden mehr mathematische Kenntnisse erfordert. Bei der Deutung des Graphen bezüglich des Fotoeffekts müssen die Steigung, die Nullstelle und der Y-Achsenabschnitt betrachtet werden. Die Steigung ist das Verhältnis von Energie und Frequenz des Photons und somit das Plancksche Wirkungsquantum. Der Schnittpunkt mit der Y-Achse zeigt die jeweilige Austrittsarbeit an und die Nullstelle die Grenzfrequenz.